Hallo Leute, willkommen zu einem, ja, wie soll ich es eigentlich nennen, kleinen Informationsvideo, Ankündigungsvideo, Tomatencremesuppen mit Couture-Video. Genau, willkommen zum nächsten Tomatencremesuppen-Blog. Genau, ich nenne ihn Tomatencremesuppen-Blog, das ist doch auch mal was, ne? Ich will mich eigentlich relativ kurz halten. Morgen wird es kein Harvest Moon geben, nächste Woche Montag bis einschließlich bla Tomatencreme wird es kein Ding geben, kein Black Mirror, es wird auch kein Harvest Moon geben. Der Grund, ich besuche meine Mama, ich fahre zu meiner Mama und habe jetzt relativ spontan beschlossen, dass ich jetzt gleich zu meiner Mama fahre und es ist jetzt 2 Uhr, glaube ich. Und ich habe jetzt kurzerhand beschlossen, dass ich jetzt zu meiner Mama fahre und das Hochladen würde ein bisschen lange dauern, sage ich jetzt mal, wodurch ich nicht mehr wirklich dazu kommen würde, heute noch zu meiner Mama zu fahren, denn ich habe relativ wenig Lust, irgendwann um 9 Uhr abends, 10 Uhr abends dann noch zu meiner Mama zu fahren. Außerdem muss ich jetzt noch irgendwas rumwerkeln bei mir, deswegen werde ich jetzt mich gleich mal ranmachen und dann eben zu meiner Mama fahren und die auch mal wieder besuchen. Muss ja auch mal sein, ne? Man muss ja auch mal seine Mama besuchen. Sage ich jetzt mal. Und ja, da ich eben gute 1,5 bis 2 Stunden brauche, bis ich bei meiner Mama bin, ja, will ich halt auch relativ früh losfahren. Nur, dass ihr euch da eben Bescheid wisst. Also, es tut mir zwar leid, aber es ist, ja, ich will halt einfach jetzt mal schnell zu meiner Mama und es geht halt jetzt zeitlich gerade einfach deswegen nicht wirklich auf, sage ich jetzt mal. Aber dafür die Woche drauf kommt halt dann wieder alles wie gewohnt bei mir, sage ich jetzt mal. Es tut mir wie gesagt leid, aber ja, ist halt dann mal so, weil Mama hat Vorrang, ne? Ich denke mal, das können alle, hoffe ich mal, verstehen, dass Mama grundsätzlich Vorrang hat. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Woche. Ich bin natürlich über Skype oder so erreichbar, das ist ja klar. Wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, in diesem Sinne auch gerade ein wunderschönes Wochenende und nächste Woche dann eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Haltet eure Tomatencremesuppe schön warm und schlürft sie genüsslich bei diesem kochend heißen Wetter da draußen. Also gut Leute, das war mal mein kleiner Tomatencremesuppen mit Brutos Block. Ich nenne ihn wirklich so. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.